Ich habe das Go bekommen. Wir schalten sofort runter ins Match. Und es geht los. Jetzt hier Merciless Gaming in Unterzahl. Und Raphian 2 Spiel um Platz 3. Und wir sehen mal wieder Border. Und jetzt bleiben wir natürlich jetzt erstmal gespannt, was jetzt hier wie rausgepickt wird. Welchen Operator jetzt hier wir als erstes sehen, was jetzt hier genau abgeht. Team Orange sperrt Blitz. Jetzt geht's weiter. Was nimmt sich Team Blau raus im Angriff? Müsste man jetzt gucken. Und Monty. Also beide große Schildklassen, die man so kennt. Fuse wird ja eher selten mit Schild gespielt, aber beide großen Schildklassen jetzt hier erstmal raus. Jetzt in der Verteidigung fällt die Mira wieder. Wird das noch durchgesetzt, fortgeführt? Und da ist sie. Myra mal wieder draußen. Der Fluch bleibt weiterhin bestehen. Ist ja schon fast Mobbing. Alle gegen diese nette Dame mit ihren komischen Fenstern. Und Vigil wird gesperrt. Somit steht's fest. Blitz, Monty, Myra, Vigil. So, Runde Nummer 1. Ruffian fängt an mit der Verteidigung. Merciless Gaming hier in Unterzahl im Angriff. Muss natürlich jetzt zeigen, da der eine Mann jetzt hier wegfällt, was hier genau abgeht, wie das Ganze jetzt angehen. Ein Spieler kann schon den Unterschied machen und was soll man machen, ey? Also ist jetzt also, ne? Kann man nicht ändern, ist natürlich jetzt total beschissen, aber nichtsdestotrotz, hier geht auf jeden Fall noch Platz 3 aus dem Turnier. So, sechste Pickphase, hier bleibt alles bestehen, hier wird gar nichts geändert, nichts gemacht. Doch hier wird der Line gewechselt durch IQ. Auch nochmal ein 3-Speed-Operator hier mit dabei. Obwohl, ne, Thatcher wird mitgenommen, klar, für Termite kann man versuchen. Aber hier sieht man aber auch keine Anstalten, dass die Jungs hier irgendwie großartig was dazu brauchen, hier irgendwie großartig was Die Angreifer aufzumachen. müssen so Obwohl, viele Bomben gegen Legion lokalisieren und ist das Thatcher natürlich aufnehmen, wie jetzt sie können. immer eine gute Entscheidung mit seinen Goose. Hier auch der Standardaufbau. Irgendwann jetzt Game. Hier wird aber diesmal im Büro alles zur Außenwand zugemacht. Hier auch von Silence. Ich bin nochmal rumrotiert. Hier kommen schon die ersten Drohnen. Zweite Drohne kann sich hier doch noch retten. Dead Aim. Oh, hier Fontaine auch noch zugemacht. A-Schiff. Vorne alles rund. Und in 4 Sekunden startet hier Runde Nummer 1. So, wir gehen direkt hier am Angriff. Viele von der Seite gespawnt. Hier fallen schon direkt die ersten Schüsse auf die Camps. Hier kommen auch schon die Schüsse rein. Jetzt muss er natürlich aufpassen, weil er hier unten liegt. Kann es da erkennen, Ruffian wird hier mit dem Opening Break Silent hier gut mit dem Puls am Kontern, konnte der keinen Hit landen. Hier die Claim auf platziert. Luke macht hier oben alles bereit. Hier Ruffian Banane holt Legend raus. Mit dem Runout. Und hier aber gut aufgepasst von 747. Hat es doch noch verhindert. Hat ihn jetzt nicht gesehen. Aber hier sieht er ihn und holt ihn raus. Ruffian Style ins hier 747 rausgeholt. Hinter ihm ist die Bewegung und Alexis zieht hier den Refrag. 3 zu 1 Situation um die Floss. Und hier der Double Kill. Schön auf den Kopf gezielt und erwischt. Zeit on Mass. Jetzt wird er natürlich noch mal ein bisschen gedroht. Wird nochmal geguckt. Hier mit den netten Walkie-Camps alles weggecampt.
Alex ist hier vorsichtig mit dem Hammer gefällt. Wir kommen auch direkt die ersten Schüsse hier von Loki direkt in die Richtung. Rossi auch mittlerweile einsatzbereit. Hier kam der Ping, aber leider neben geschossen. Hier das ADS gut geregelt. Nach vorne hin ist jetzt erstmal alles gut. Hier kommen direkt die nächsten Schüsse von Alexis rein. Splittergranate jetzt nicht den wichtigen Effekt gehabt. Er wird durchgehend gepinkt, er findet die Cam nicht. Steht mittlerweile hinter der Bombe. Noch 50 Sekunden auf ihr. Geht hier drauf. Kann sich hier aber nicht durchsetzen und Loki macht das Ding hindurch. 1-0 hier für Ruffian im Spiel um Platz 3. So, hier ein sehr schöner Auftakt. Jetzt wird erstmal nach unten gegangen. Hier auch Ruffian Rex mit Kapkan. Wenn man da nicht gut genug aufpasst. Und das erste Mal Fuse im Turnier. Quisa traut sich's. Auf der Map natürlich eine sehr schöne Wahl, aber pickt ihr doch noch die IQ. Bin mal gespannt, wo die Fallen einschlagen werden, ob die überhaupt eingeschlagen werden. Hier IQ passt natürlich da besonders gut auf. Muss auch natürlich aufgepasst werden hier, weil auch wenn er jetzt mehr Fallen hat und nur noch halb so viel Damage macht, sind die Dinger dennoch sehr, sehr fies. Gerade wenn man schon gut gefressen hat. Jetzt bleibt es erstmal spannend. Sechste Pickphase bleibt unberührt. Hier geht es direkt weiter. In Runde Nummer 2. Die Angreifer müssen Bomben lokalisieren und entschärfen. Hier gerade auch nochmal die Frage im Chat. Heute Abend wird Zoom TM gegen Breath of Dying spielen. Konnten sich hier durch das ganze Turnier durchsetzen. Zoom TM haben wir gerade selber noch gesehen. Breath of Dying leider nicht. Aber hier im Finale nachher das Best of 3. Um 20.30 Uhr, wenn alles funktionieren sollte. Was ich hoffe. Und heute Abend auch in der Co-Moderation hier mit Isis hier. Und da freuen wir uns, glaube ich, alle. Angreifer lokalisiert. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Es bleiben noch 5 Sekunden. Hier auch sehr, sehr miese Fallen gesetzt, wo man jetzt nicht sofort dran denkt. Aber so würde ich es auch machen. Nicht immer direkt in den Spot. Hier auch sehr schön in der Ecke gerade nochmal beim Vorbeilaufen gesehen, wo was geht. Hier auch schon direkt schluckt ein paar Schüsse hochplatziert, aber leider keinen dabei erwischt. Jetzt geht das Fenster oben auf, hier wird durchgedroppt, aber 747 holt sich hier Master Ramos die Illa raus. Und hier kommt direkt die erste Schüsse. Ruffian Banane, gut aufgepasst, holt hier den Spieler raus. Von hinten vom Zollbereich kommen die Schüsse. Alle drei beziehen sich, aber hier Ruffian Silence von oben. Gut aufgepasst an den Easters. Rotiert sie direkt runter. Hier kommen auch direkt die Schüsse rüber. Von der Hintertür. Jetzt muss natürlich aufgepasst werden. Ruffian Banane hier gefallen. Kapkan hinten mittlerweile einsatzbereit. Silence nach vorne. Und hier Ruffian Rex. Der Booby Trap Kill. Was ich gerade noch angesprochen habe. Da muss man natürlich jetzt aufpassen. Hier schön in die Falle gelaufen. Jetzt geht hier nochmal die Nate raus. Legend muss das Ding jetzt irgendwie machen. 3-1 Situation. Aber hier Silence. Gut aufgepasst und den Headshot zum Schluss verteilt. Hier sehen wir es nochmal sehr schön. Runde 3 bisher ziemlich einseitig, auch ziemlich aggressives, offensives Auftreten hier seitens von Ruffian gegen Merciless Gaming. Und das ist natürlich auch, ich sag mal, die wollen es jetzt natürlich wissen, ne? Ein Mann in Unterzahl, jetzt wollen sie natürlich das Ding jetzt schnell nach Hause fahren. Hier Platz 3 fertig machen. Um das Ganze hier zu beenden. Hier fragt Apostel... Was? Apostels-Fan, wie kann man Operator bannen? Ja, das ist die neue Meta. Kannst du in den benutzerdefinierten Einstellungen fertig machen.
Da gibt es nämlich Pickband-Timer und so, das ist jetzt die neue Meta. Frage, warum kann Rommers jetzt bei Ruffy mitspielen, obwohl er gestern noch für Dead gespielt hat? Ich bin kein Moderator, Admin und sonst was. Da bin ich raus. Keine Ahnung. Ich wüsste jetzt auch nicht. Verteidiger, schützt Ne, eure der Bomben vor der spielt Entschärfung hier durch die Angreifer. offiziell drin bei Ruffian 2 als Spieler. Also muss das schon vor dem Turnier gewesen sein. Also muss vorher schon mal schief gelaufen sein. Oder ist es ein anderer? Angreifer haben die Position. Egal, auf jeden Fall, wir gehen jetzt hier unten nochmal in eine Verteidigung. Hier wird auch alles erstmal wieder schön zugemacht. Ruffian wächst hier wieder mit seinen netten Booby-Traps, wie wir es gerade schon mal gesehen haben. Sehr, sehr mies. Genau, da würde ich jetzt auch noch einen hinsetzen. Kessel oben im CCTV. 10 Sekunden übrig. Hier wird erstmal schön alles zugemacht. Hier nochmal ein Pusta vom Master Rammers hingestellt. Das Entschärfungsgerät wurde zurückgeholt. Angreifer rücken vor, um eine Bombe zu entschärfen. Und es geht los. Hier fallen auch schon direkt die ersten Schüsse. Hier macht sich dieser Einsatz bereit, schmeißt hier die Drohne rein, jetzt müsst ihr natürlich schnell reagieren. Und hier kommt auch direkt der Runout, Master Raffos holt die Krise raus. 5 zu 3 Situation, sehr früh gestartet, so schnell den Track gezogen. Auf den Bananen hier rausgerannt, aber kriegt hier die Hits von der Seite ab. Thatcher liegt derweil am Boden, hier Ruffian Zeit ist mit! Ah, nur down geschossen. Alex ist nochmal gut aufgepasst. Jetzt kommt aber Kapkan raus und zieht hier die Schüsse und holt hier den Double Kill. Und macht hier Runde 3. Ende. Hier sehen wir es nochmal. Hier nochmal die Runouts wollte er gerade aufheben. Und damit durch. 3 zu 0 Führung für Ruffian hier. Auf Border. Das ist einfach unglaublich, wie das Ganze jetzt hier offensiv weggespielt wird. Also dafür, dass die Jungs sich jetzt hier eine Viertelstunde Zeit gelassen haben, oder bedeutend länger, sei jetzt mal, geht das Spiel hier eigentlich ziemlich schnell vorbei. Dass man hier noch niemals irgendwie von Time-Management reden kann. Also hier wird einfach nur drüber gelaufen. Hier jetzt auch sehr starke Operator ausgewählt, hier doch nochmal den Termite gepickt. Wird nochmal auf Waffenlagerschränke gespielt. Und hier sehen wir eigentlich, ich sag mal, die Creme de la Creme der Roma, die man so kennt. Hier wird das einfach nur aggressiv runtergepusht. Also, Ruffian will das ganze Ding jetzt hier nach Hause fahren, ohne großen Schnickschnack, ohne irgendwie groß Tamtam. Einfach nur aggressiv rein, offensiv durch und einfach den Gegner dort stehen lassen, wo er jetzt gerade steht. Sechste Band, ja, hier. 747 Grad noch ein bisschen mit der Connection Probleme, aber es geht jetzt weiter in Runde Nummer 4. Hier im Spiel um Platz 3. Schützt eure Bomben vor der Entschärfung durch die Angreifer. Es ist einfach unglaublich, wie hier die Leute fallen. Da sieht man ja auch nicht großartig irgendwas, wo man jetzt sagen kann, ja, nee, darauf wäre jetzt irgendwo eine Gefahr zu erkennen. Weil das hier von den Leuten echt gut geregelt wird. Hier wird auch nur noch das Nötigste zugemacht. Alles wie beim Anfang, also es wird hier nicht groß gesagt, hier wird mal ein Schild mitgenommen, hier an der A-Bombe zur Tür geplaced. Nochmal ein paar Kameras platziert, aber da macht sie dafür, glaube ich, keine Silence hinten an den Easters, schon mit der Kev im Anschlag. Hier wird noch ein bisschen Stacheldraht verteilt. Da vorne wird jetzt aufgemacht, hier von Mega. Jetzt hier rüber zum CCTV. Auch wieder hier der Schutzspawn. Hier kommt auch direkt. Hier auch wieder aggressiv vom Banane am Vorpush gewesen. Noch versucht hier von der Seite was zu holen. Hier merkt er, hier ist was. Und hier kommt, sieht er noch rechtzeitig ins Ledge. Hier kommen auch direkt die Schüsse in seiner Richtung. Zwei Drohnen unterwegs. Hier kommt direkt der erste Finkerboost. Da
ist er. Er hat ihn nicht gesehen. Er sitzt im Nacken, versucht hier auf den Messerkill zu gehen. Aber Kieler setzt sich hier durch. Hier wird ein paar Mal auf Schief geschossen. Der ADS regelt alles weg. Er kommt einfach nicht durch. Hier Master Ramos mit der Ela. Gut aufgepasst. Guckt jetzt auch mit nach vorne. Alexis holt hier Ruffian Silence raus. Sehr wichtig. 3:3 jetzt die Ausgleichssituation. Vorne geht jetzt die Wand auf. Hier steht auch Master Ramos. Einsatz bereit. Holt ihr den ersten Track. Holt ihr den zweiten. Nokia holt sich den zweiten. Holt ihr noch direkt vor der Linse den Snack weg. Muss natürlich jetzt aufpassen. Hört ihn nicht. Aber hier noch ein paar Hits verteilt. Quisa noch ganz gut mit dabei. Hier wird noch in alle Runde umplatziert. Hier noch ein bisschen gelegt. Da noch ein bisschen was gelegt. Die Jungs lassen sich Zeit. Die wissen, wo der Entschärfer steht. Hier kommen auch direkt die ersten Schüsse hier wieder rum. Schön aus dem Pixel Peak hier von Loki. Hier kommt die Nate gefallen und er holt ihn raus. So eine Situation. Ja, auch noch ein paar Schüsse gegen Frost. Und er kickt ihn noch. Mit der letzten Kugel am Kopf erwischt. Und er macht jetzt hier doch noch die erste Runde rund. 3:1 hier im Match um Platz 3. Trotz Unterzahl. Das mit der letzten Kugel hier, so holy lucky. Das Ding doch noch gedreht. So, wir haben jetzt die Runde Nummer 5, also die letzte Runde vor dem Switch. Jetzt kann hier Ruffian nochmal Vollgas in der Verteidigung geben, bevor sie gleich im Angriff übergehen. Ah, Mercy, das Game muss natürlich jetzt hier auch nochmal alles geben, damit sie das Ding hier irgendwie halbwegs über die Bühne kriegen. Hier wird auch Alibi getauscht gegen Bennett. Es wird nochmal Waffenlagerschränke Archiv gespielt, was wir gerade schon mal gesehen haben. Oben bleibt es so, wie es ist. Hier mit der Ying im Anschlag. Jetzt versuchen sie es wahrscheinlich doch ein bisschen offensiver Ganze durchzugehen. Man muss jetzt natürlich hier aufpassen. Ruffian ist natürlich hier on fire. Lässt hier Merciless im Regen stehen. Ist natürlich jetzt nicht so schön, aber was will man da machen? Deshalb sieht man da auch keine, sag ich jetzt mal, große Strat auf der Seite von Merciless. Ja, es ist halt einfach irgendwie, ne, nichts Halbes und nichts Ganzes meiner Meinung nach, aber was will man jetzt machen? Ruffian Banane hier noch ein bisschen Stacheldraht verteilen. Hinten an den East, der stehen schon zwei Camps. Dass da nochmal aufgepasst wird. Bisher noch alle on-spot. Noch keiner hier irgendwie großartig am Rotieren gewesen. Jetzt machen sich Silence und Banane laufbereit. Angreifer haben ihren Entschärfer zurückgeholt. Angreifer müssen eine Bombe finden und entschärfen. Werden sie es jetzt nochmal so wagen, wie sie es gerade gemacht haben? Da oben wird gut aufgepasst. Aber hier kann Ruffian Banane einfach nichts großartig ändern. Legend steht schon mittlerweile hinten drauf, hier an der Unfallstelle, guckt Richtung Easters. Von zwei Seiten wird das Ganze hier auch von Kisa nochmal gesichert. Silence hat hier gut Hits gezogen. Aber jetzt wird versucht, ihn zu resetten. Ich warte noch auf seine Gu, auch nicht schlecht. Jetzt liegt er, jetzt wird hier Silence erstmal resettet, muss natürlich aufpassen, weil von hinten kommen schon die ersten Schüsse rein. Aber hier direkt in zwei Traps rein. Jetzt schnell die Nadel rausziehen hier von Alexis. Jetzt wird erstmal die Wand Richtung Office aufgemacht, aber von unten passt hier aber gut auf. Ruffian Banane hier den Quisa weggeholt. Jetzt backt die Waffe ein bisschen rum. Hier gab es gut Hits. Hier passen die Jungs aber auch gegenseitig auf die auf. Ela auch hier für den Runout bereit. Bisher nichts Gravierendes dabei, wo man sagt, das könnte jetzt gefährlich werden. Hier nochmal versucht, die Vision zu schaffen. An den East, der liegt noch die Ash.
Verschärfungsgeräte angreifen. Ruffian Silence holt sich hier Banane raus und hier Banane, gut aufgepasst. Und Legend den Refact direkt gezogen, nachdem Alexis gefallen ist. Hier kommen auch direkt die Schüsse hinten von Ramos. Master Ramos macht es hier durch mit diesem Runout, komplett durchgesprintet und zieht hier den Frag gegen Termite. So, jetzt bleiben nur noch zwei Leute übrig und ja, das ist natürlich jetzt sehr geil. Jetzt gehen alle raus und ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt muss ich einfach mal nachfragen, ob sie jetzt aufgeben oder ob das Ganze jetzt durch ist. Also das ist natürlich jetzt nicht schön, jetzt einfach das Spiel zu verlassen. Jetzt muss ich natürlich erstmal warten. Wie gesagt, ich muss jetzt leider aus Versehen in die Pause erstmal schalten. Ich muss jetzt einfach gucken, was hier Sache ist. Ich halte euch gleich auf dem Laufenden, wie es gleich weitergeht. Bis gleich. So, es gibt leider noch kein Bild. Jetzt muss ich mal gucken. Also Game Crush hier auf Seiten der Leute. Jetzt muss ich aber mal kurz gucken, dass sich hier nicht die Köpfe eingeschlagen werden, weil ich muss jetzt das Ganze hier nochmal ein bisschen umdisponieren. Wie gesagt, jetzt findet der Rehorse statt. Ich muss mich gleich nochmal ganz kurz beraten. Weil hier stimmt irgendwas nicht. XY Quiser war. Moment. Ach ja, würde es alles immer so einfach laufen, ne? So wie ich es jetzt auch hier stehen habe, das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Klar, ich muss jetzt hier ein bisschen umdisponieren. Muss jetzt gucken, dass das Ganze jetzt wieder online kommt. Ja, ist natürlich jetzt alles ein bisschen ärgerlich. Aber was will man jetzt machen?
Also auf jeden Fall die Situation wie folgt. Ruffian führt hier mit einem 4 zu 1. Wir gehen jetzt, also Runde 5 ist gerade durch. Runde 6 ist jetzt gleich also der Switch. Deswegen nochmal kurz die Operator, die gesperrt wurden, sperren. So, wir hatten einen Blitz, wir hatten einen Monty, der gesperrt war. Wir hatten einen Myra und wir hatten einen Vigil. So. Rundenverlauf hinzufügen. Login. Verlauf hinzufügen. Login. Rundenverlauf hinzufügen. Orange gewinnt. Blau und blau. So. Situation wiederhergestellt. Ne, warte mal, falsch. Jetzt muss ich aber noch mal kurz was nachfragen, bevor es jetzt hier gleich wieder ausartet. So, bevor es jetzt gleich weitergeht, ich muss mich. So, es tut mir natürlich leid. Wir haben hier gerade den Rehost im Gange. Jetzt geht's aber mit einem Thema weiter, womit ich mich nicht aussetzen kann, soll, muss, darf, wie auch immer. Deswegen muss da jetzt nochmal ein Admin drüber schauen. Wie gesagt, Situation bleibt jetzt erstmal bestehen. Es steht jetzt alles noch 4 zu 1. Ja, seitens Ruffian. Jetzt muss nur geklärt werden, weil Spieler Nummer 5 von Merciless Gaming jetzt auf einmal nach dem Rehost beigetreten ist und das natürlich hier alles seine Ordnung haben soll, muss natürlich jetzt hier geguckt werden, ob das Ganze regelkonform ist. Deswegen sind die Admins gerade hinterher, ob das Ganze gemacht werden darf oder nicht. Ich warte derweil jetzt noch auf den Go von den Herrschaften, ob ich das Ganze jetzt machen kann, darf. Oder nicht. Und ja, wie gesagt, also wenn ich das Go vom Admin kriege, geht es hier auch direkt weiter. Ich muss das Ganze jetzt abwarten. Tut mir natürlich leid, aber ne, was soll man jetzt dagegen machen, ne? Also wie gesagt, ich muss das Ganze jetzt hier aussitzen mit euch zusammen. Vorher darf ich das Match hier nicht freigeben. Oder nicht wieder freigeben, sagen wir es mal so. Deswegen müssen wir jetzt einfach nur warten, bis hier sich einer der Admins bei mir zurückgemeldet hat, ob das Ganze dann so konform ist oder nicht. Oder ich frage mal kurz den Ruffian Rex selber noch mal. Ne, das mache ich nicht. So, ich muss das Ganze natürlich jetzt absprechen. Ob das Ganze jetzt so durchgezogen wird. Ist natürlich jetzt ärgerlich, aber was soll man machen? Also, ich frage noch mal kurz schnell nach, ob das Ganze so okay ist. Ansonsten müssen wir.
Also mit den Admins ist alles abgesprochen, alles ist dann konform. Also hier der gleiche Stand wie jetzt gerade eben. Ruffian führt mit einem 4:1. Wir sind jetzt mittlerweile in Runde Nummer 6 angekommen. Das heißt, Ruffian fängt jetzt die Angreiferrunden an und Merciless Gaming darf jetzt verteidigen. So, die erste Verteidigerrunde hier vom Merciless Gaming jetzt hier mit den vermissten Buchse, die wir gerade noch vermisst haben. Anfang des Matches jetzt Quieser hier mit Valkyrie. Auf der Quase geht jetzt gleich durch. Und mal gucken, ob sich hier irgendwie noch anders entschieden wird. Ruffian fehlen jetzt eigentlich nur noch zwei Runden, um das Ganze hier fett zu machen. Eine Runde für den Matchball. Merciless Game muss natürlich jetzt hier nochmal Vollgas geben. Sind zwar jetzt hier wieder mit fünf Mann, aber ich denke mal am Spielverhalten von Ruffian wird sich hier nichts ändern, dass sie halt weiterhin aggressiv auftreten und Vollgas geben. So, hier wurde nochmal geswitcht auf den Dock. Valkyrie wird stehen gelassen. Jetzt warten wir noch kurz, bis das bei allen durchgeladen hat. Und starten dann Runde 6 hier im Spiel um Platz 3 des Affinity Cups. So, wie gesagt, Rehost ist jetzt nicht mehr möglich. Ne? Jedes Team hat jetzt hier immer eine Chance, das Ganze zu rehosten. Da jetzt aber einer von Merciless Gaming rausgeflogen ist und jetzt doch mal einer von Merciless Gaming rausfliegen sollte, wird halt in Unterzahl weitergespielt. Die Angreifer müssen so viele Bomben und somit geht ab dafür, ab in Runde 6 hier auf Border. Und eigentlich gleiche Ausstellung wie jetzt Ruffian. Hier wird aber nochmal vorne zugemacht Richtung Hallway CCTV. Hier auch zwei an sich wichtige Wände. Die drei Wände im Office werden in Ruhe gelassen. Hier Arschiff wird aber komplett zugemacht. Gerade hier die Corner sehr wichtig. Ich muss mal kurz im Chat. Die erste Runde, Ace. Ja, das bleibt mal abzuwarten. Also, Raffi und Banane hier mit der Twitch-Drohne. Macht sich derweil gemütlich. Bisher noch nichts großartig zu sehen, wo man jetzt sagen müsste, da müssen wir jetzt Angst haben. Und wir starten jetzt hier Runde Nummer 6. Hier schön von hinten schon direkt der Spawn. Alexis macht sich hier auch schon bereit. Visa ist auch schon am rauspushen. Aber Ruffian Rex lässt sich natürlich hier nicht beirren. Hier hat Bandit schon die ersten Hits gefressen. Wahrscheinlich von der Twitch-Runde hier vom Banane. Hier Loki. Claymore am Fenster. Silence schon mittlerweile drin. Mit der Ash. Hier wird natürlich jetzt erstmal nach oben geguckt. Oben an den CRs bisher noch keine Gefahr zu sehen. Ash hier auch sehr vorsichtig. Bisher wird alles schön Richtung Osten aufgebaut. Alles Richtung Büros. Hier Bluxe steht schon in den Startlöchern. Macht hier groß. Und hier Legend, der Opening Frag. Aber Master Ramos hier gegen Quieser. Gut reagiert. Der Doc somit raus. Ruffian Rex hier nochmal die Cam am Loslegen. Ob sich hier noch was vielleicht in den Ecken versteckt. Ist ja alles ein bisschen grundsolide. Hier ist der Lexus nochmal raus aus dem Fenster. Hier kommen aber schon die ersten Schüsse rein. Hier merkt man, da war was. Erwischt hier die IQ nur sehr leicht. Ist ja noch nichts, was man sagen kann. Hier geht jetzt mittlerweile auf. Ist schon durch. Letzten kann hier keine Batterie mehr anlegen. Ruffian Banane kommt jetzt auch hier langsam hoch. Platziert hier die Claymore hinten an den Instairs. Und hier Blue holt Ruffian Banane raus. Jäger gut aufgepasst. Steht hier mittlerweile noch im Pausenraum Richtung CCTV. Macht hier einfach den Run out. Sieht ja die andere Claymore? Ja, die sieht er auch. Kann sie aber so nicht kriegen. Aber kann vorbeifliegen. Hier Master Ramos gegen Legend. Und der Double Frag gegen 747. Hier aber Bluxe gegen Ruffian. Loki durchgesetzt.
Wir kommen noch ein paar Schüsse und setze ich hier auch nochmal gegen Ruffian Rex durch. 2-2-1 Situation. Master Ramos hier. Muss jetzt natürlich aufpassen. Von zwei Seiten kann er jetzt angegriffen werden. Lux ist nur sehr wenig, aber Alex ist von hinten. So mit 4-2 hier auf Border. Gut gegengehalten. Schön verteidigt. Hier das Ziel, das will man nicht sehen. Das muss nicht sein. Dafür kann man sich das Recht jetzt hier nicht rausnehmen. Hier einfach ein T-Bag stehen zu lassen, weil es einfach nichts bringt. Das Thema hatten wir gestern schon. Unsportliches Verhalten. Wird zwar nicht mehr geahndet, aber was soll der Kindergarten? Was soll die Scheiße? Macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Egal. Hoffe ich aber 4-2 Situation hier. Ruffian hat das nächste Mal im Angriff. Diesmal müssen die Jungs weg von Waffenlagerschränke runter in den Lüftungsraum. Und nimm diesmal auch einen Cupcan mit, so wie es Ruffian vorhin auch schon getan hat. Hier wird sich auch nicht groß umentschieden, hier trotzdem noch den Sledge mitgenommen. Quisa steht noch auf der Kippe, was nimmt der? Hier doch noch den zweiten Fallen-Operator, hier im Legion. Ob sie es jetzt hier nochmal komplett drehen können, Merciless Gaming oder Ruffian 2 den Sieg nach Hause fährt, bleibt jetzt erstmal noch abzuwarten. Jetzt natürlich nicht mehr in Unterzahl, jetzt muss natürlich aber aufgepasst werden, weil Verteidigen hier auf der Map an sich immer ein ziemlich heikles Thema ist, was eigentlich meiner Erfahrung eigentlich einfacher ist als anzugreifen. Hier, 747 macht sich oben schon mittlerweile bereit, platziert hier schon direkt die ersten Cupcan-Traps. Natürlich auch Spots, die man jetzt so meistens nicht auf dem Schirm hat. Badezimmer wird trotzdem mitgenommen, ohne Kerzen. Hier wird auf die gute alte Holzwand gebaut. Alexis macht oben auch schon die Wände, hier Waffenlagerschränke. Hier werden auch schon die ersten Mörderholz gleich wahrscheinlich passieren. Damit das Ganze von oben halt abgedeckt wird. 4 Sekunden noch in der Vorbereitungszeit. Hier unten macht Legend noch die Außenwände. Und hier geht es direkt los am Stuchspawn. Master Ramos hier auch direkt vorne dabei. Banane schon oben. Aim schon soweit alles ab. Bisher sieht man auch keine großartige Peaks nach außen hier von Merciless. Alles auch eigentlich relativ sehr ruhig hier. Quisa einsatzbereit. Guckt sich das Ganze erstmal nur von der Seite an. Oben schon aufgebaut, Ruffian Rex hier unten merkt, dass der Legion da unten rumsitzt. Alex ist natürlich hier erkannt worden. Die Jungs wissen, dass sie jetzt hier oben sind. Jäger hier, Blue, im Büro einsatzbereit. Ein bisschen noch alles Richtung CCTV aufgebaut. Hier braucht man erstmal noch keine Angst. Da hat Master Ramos hier mittlerweile aufgeschossen. Hier fallen auch schon direkt die ersten Schüsse in Waffenlagerschränke hinein. Hier auch sehr, sehr krasse Drohnenrechnung. Und Legend setze ich hier gegen Ruffian Rex durch. Nur noch sehr wenig Leben. Jetzt könnte man natürlich versuchen, den Kollegen hier zu resetten. Hier auf Silent sieht die Ela, wie die in den Büros noch rumsteht. Wird hier ein paar Mal gepinkt. Jetzt muss natürlich aber irgendeiner nachrotieren. Nachrutschen, damit das Ganze funktioniert. Hier auch Ramos macht sich hier die ersten Holes nach unten hin bereit. Capcan resettet hier mittlerweile unseren Legend. Hier hinten wird nochmal zugemacht. Bisher alles vertikal. 1,5 Minuten noch auf Uhr, noch alles offen, alles gut. Hier Frontend wird aufgeschossen und hier von der Seite aber von unten gut von Quisa aufgepasst. Holt hier den Loki raus. Rotiert hier weiter Richtung CCTV. Und hier liegt Banane am Boden. Von Ramos kommen hier direkt die ersten Schüsse rein. Fall draußen und Quisa holt sich hier den Silence doch raus. 2-5 Situationen hier in dem Match. Ramos kann sich hier aber nicht durchsetzen und die 4-3 Situation. Hier Merciless Gaming kommt immer näher am Ausgleich ran. Hier auch wieder sehr, sehr schön verteidigt. So, eine Runde fehlt hier noch Merciless Gaming, um das Ganze auszugleichen. Jetzt geht's runter Zollinspektion, Vorratsraum. Alibi wird auch mal mitgenommen. Jetzt muss natürlich Ruffian Gas geben. 2 Runden fehlen die Herrschaften hier von dem Sieg.
um Platz 3 in diesem Turnier. Jetzt muss man natürlich gucken, wie sie das Ganze jetzt weiter angehen. Auf jeden Fall die letzten zwei Runden sehr stark verteidigt worden hier vom Merciless Gaming. Jetzt muss das Ganze nochmal durchgezogen werden, um hier den Sieg mit nach Hause zu fahren. So, in der Pickphase ändert sich erstmal noch nichts. Doch, hier wird nochmal der Kessel eingetauscht. Aber bisher alles sehr solide, so wie wir es sehen wollen. Zollinspektion, Vorratsraum, hier unten Kessel, eigentlich immer angebracht. Hier kann man gut was mit ihm regeln. Muss natürlich aufpassen, hier sind auch wieder Operator dabei. Sie das Ganze natürlich sehr schnell zunichte machen können, ohne nah rankommen zu müssen. Bisher sehen wir noch nicht gravierendes, alles erstmal so auf Anfang, wie es halt kennt. Hier runter gibt es erstmal noch keine Wände. Ist aber auch nicht weiter tragisch, aber wird sich wahrscheinlich auch die nächste Zeit platziert. Jetzt müsste ich mal gucken, wo Kessel ist, seine erste Wand oben. Waffenlagerschränke oder CCTV, hat er jetzt schon was CCTV natürlich hier oben hinten raus. Und zum Fenster, die Kesselwände platziert unten, wird einfach komplett außer Acht gelacht. Und hier nochmal eine Rote raus in die Open Area. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass da jetzt nicht irgendwas los passiert. Hier rennt Alexis schon mal rum Richtung Waffenlagerschränke. Hier wird doch nochmal der Heck in die andere Ecke aufgemacht, um hier nochmal das Prisma zu setzen. Sophia mittlerweile schon oben dran. Banane oben auch schon einsatzbereit. Müssen natürlich jetzt aufpassen. Jetzt müssen wir natürlich das Ganze gut runterspielen. Am besten wäre natürlich jetzt eine Granate irgendwo durchzuwerfen. Jetzt machst du dafür nichts einsatzbereit. Haut jetzt erstmal auf. Ohne irgendwas an Schaden zu nehmen. Aber hier Alexis holt Ruffian Silence raus. Die Ash somit sehr früh aus dem Rennen genommen worden. Aber sie sind hier auch von der anderen Seite gut am Aufpassen. Jetzt wird erstmal Richtung Zollstelle rotiert. Hier Sophia ihre Concussion reingeschossen. Ah, ist ja noch unerfolgt. Oben geht es langsam los. Ruffian Rex aber hier mit dem Granatenkill gegen Legend. Sehr schön rausgenommen hier. 4-4 Situation wiederhergestellt. Alles noch offen. Der Ausweich besteht immer noch. Jetzt muss natürlich Quise aufpassen, dass der da nicht auch noch entdeckt wird. Und hier kommt direkt schon direkt der Headshot hier auf Banane. Und der Double Kill gegen Master Ramos. 4-2 hier. Jetzt wird natürlich rausgepiekt. Hier hat er die Waffe gesehen von der Sophia. Hier kommen auch direkt die ersten Schüsse. Sophia nicht aufgepasst. Und 747 holt hier Ruffian Rex raus. Und das sieht sehr, sehr solide aus. Hier oben sehen wir es nochmal von dem Mörderhole, was er sich gemacht hat, runtergeschossen und holt ihn hier letztendlich raus. Das heißt Ausgleich. Der Comeback ist real. 4-4 hier auf Border. Jetzt muss natürlich was passieren. Beide Teams wollen das Ding jetzt nach Hause fahren. Jetzt muss Ruffian aber zeigen, dass es im Angriff genauso gut können wie in der Verteidigung. Jetzt muss das Ganze hier nochmal durchgezogen werden. Jetzt wird nochmal auf Waffenlagerschränke und Archiv hochgegangen, um das Ding jetzt hier versuchen nach Hause zu fahren. Zwei Runden trennen jeweils die Teams, um das Ganze jetzt hier zu beenden. Und hier den Platz 3 im Affinity Cup zu sichern. Hier wird nochmal getauscht. Legend switcht nochmal von der Caveira zum Mute. Ruffian bisher auch ziemlich entschlossen oder wird hier doch nochmal geswitcht. Der Bandit wird hier noch gepickt anstatt Mute. Und weiter. Die Angreifer müssen so viele Bomben lokalisieren so, und entschärfen, wie sie können. Wir gehen wieder nach oben. War hier 747 macht auch schon direkt alles auf. Wie hier wird auch direkt schon Richtung CCTV aufgeschossen. Fountain Walls. Ruffian Rex hinten mit seiner Cam, die er dann wahrscheinlich auch an den East Star platzieren lässt. Oder? Ne, jetzt doch weiter.
Hier bleibt erstmal keines Camp stehen. Hier werden noch Wände gezogen, Stacheldraht ein bisschen verteilt. Unten stehen zwei Camps vom Masterraum aus Supernahme. Unter dem schönen Eingang hier vom Waffenlager, ich denke. Es bleiben noch 5 Sekunden. Legend hier schon mit den ersten Dingern am Platzieren. 747 rennt hier noch rum. Bisher sehen wir aber auch noch keinen von den Prismas hier irgendwo rumstehen. Ne, doch hier die erste Prisma hinten am Fontaine. Und die zweite hier im Corner. So, und hier Blue, gut aufgepasst, holt hier Ruffin direkt raus. Und Quisa direkt mit dem nächsten Frag gegen Banane. Sledge und ihm hier sehr früh gefallen. Hier auch direkt wieder der Runout. Jetzt will er es wissen. Hier fallen auch schon direkt die ersten Schüsse in die richtige Richtung. Hier gegen Ash. Master Ramos setzt hier ein paar Schüsse an, aber kann ihn nicht downschießen. Half-Life hier noch. Gibt ihm natürlich die Spritze. Ruffian Loki hier, Bluxe rausgeholt. Master Ramos hier gut angehittet. Natürlich jetzt eine 4:3 Situation. Gerade weil die Ash jetzt hier auch stark angehittet ist, muss man natürlich jetzt aufpassen. Hier wird nochmal vorgedrungen, nochmal geguckt, nochmal gemacht. Ruffian Silence sich hier noch gut platziert in der Zollinspektion. Aber hier oben wird alles von den Verteidigern solide gehalten. Hier Merciless Gaming sehr stark aufgefächert. Keine großen Mücken zugelassen. Master Ramos jetzt mittlerweile auch schon drin. Hier der Feind wieder draußen entdeckt. Hier liegt aber der Bandit. Legend liegt hier verletzt in CCTV am Boden. Jetzt kommen natürlich die zwei Quisa jetzt hier mit der Spritze. Muss natürlich jetzt aufpassen, was jetzt genau weitergeht. Die Ash rotiert ist mittlerweile runter zu den Easters. Silence hier schon drin, aber Legend holt hier den Loki raus. Master Ramos liegt am Boden, hier auch wieder die 4:1 Situation, wie wir es gerade schon mal gesehen haben. Silence alleine gegen die vier Jungs von Merciless Gaming, kriegt hier ein paar Stromschläge ab von der Wand. Ja, Quisa hat das Ganze besiegt, aber hier ein bisschen zu spät geschossen, Ulla weiß nicht genau, was abgeht. Hier wird natürlich direkt auch ein Push gegangen, zusammen mit Alibi. Kann er hier noch nicht festziehen. Und hier drei Leute mittlerweile. Und hier der Teamkill gegen 747. Ruffian Silence holt noch Legend raus, aber Quisa beendet das Ganze hier. Matchball-Situation somit für Merciless Gaming gegen Ruffian. Runde Nummer 10. Matchball. Merciless kann das Ganze jetzt hier abschließen. Es sei denn, Ruffian kommt jetzt hier nochmal rausgesprungen, um sich das Ganze doch noch zu holen. Es kann in die Overtime gehen, wäre jetzt auch der erste Overtime, die es jetzt hier in diesem Spiel gibt. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, die Jungs sind jetzt nicht ohne Grund so weit gekommen, um das Ganze jetzt hier nochmal fit zu machen. Wir haben es jetzt gesehen, Ruffian am Anfang sehr starkes Auftreten, aber Merciless Gaming natürlich jetzt hier nochmal Vollgas gegeben, das Ganze nochmal rumgerissen. Die 5:4 Situation erspielt. Das Comeback soweit erstmal geglückt. Jetzt muss natürlich alles gemacht werden, um das Ding jetzt hier nach Hause zu fahren. Hier wird nochmal Lüftungsraum, Arbeitsraum gepickt. Und jetzt muss von Ruffian natürlich der Konter kommen. Jetzt muss es passieren. Beide wollen den Sieg. Sonst hätten sie nicht so weit gespielt. Beide Jungs hier leider im Halbfinale ausgespielt. Das zeigt aber auch nur, was gleich im Finale auf uns zukommen wird. Wie schön das Match hier für uns wird. Und das Ganze natürlich ja nicht umsonst ist. Ne? Ich sag mal, wir können froh sein, dass wir hier unsere Sponsoren haben, die uns das Ganze hier stellen. Und uns hier auch spannende Matches liefern. So. Diesmal hier Legend als Castle. Nimmt Badezimmer mit. Bisher oben sehen wir noch nichts. Auch hier der Hedge auch noch alles komplett. Nichts, wo man jetzt sagt, macht man auf, macht man zu. Legend hier auch schon ein paar Hits gezogen. Von der Twitch-Drohne, die hier immer noch am Rumfahren ist. Hat zwar nur Taser, aber hier kurze dann doch aus dem Rennen genommen. Also so wie es aussieht, Legend doch drei Hits von ihr abbekommen. Also nur 70 HP. Angreifer haben den Bombenentschärfer zurückgeholt. Da muss man jetzt natürlich aufpassen. Finden und entschärfen. So. Jetzt gehen wir jetzt natürlich
gefallen gelassen. Alle ein bisschen vorsichtiger vor, weil man gesehen hat, was ist die letzte Runde passiert ist. Aber oben steht auch schon die ELA einsatzbereit. Hier kamen auch schon direkt von der Seite die ersten Hits raus. Ja, so wie ich gesagt habe, Quisa steht hier und kickt hier die Hits und Ruffian reagiert hier schön mit dem Headshot gegen Quisa. Sehr früh aus dem Spiel genommen, den Doc. Was natürlich auch jetzt eine sehr wichtige Entscheidung war. Aber hinten macht sich schon der nächste Einsatz bereit. Man muss natürlich aufpassen. Hat ihn nicht gesehen. Und hier Bluxe. Gut aufgepasst. Holt hier Ruffian Rex raus. 4:4 Situation. Wolke schmeißt hier nochmal eine Cam raus, um sich hier nochmal draußen eine Vision zu verschaffen, um das Ganze hier nochmal durchzuziehen. Legend steht hier oben mittlerweile auf heißen Kohlen, um sich das Ganze hier anzusehen. Aber bisher sieht er noch nichts. Jetzt hat er da eingepinkt. Jetzt muss er natürlich warten. Geht er jetzt dahin oder lässt er es jetzt bleiben? Er beobachtet das Ganze. Jetzt wird zum Fenster gegangen. Hier kommt jetzt der Jump aus von Legend. Und holt jetzt hier Ruffian Loki raus. 4:3 Situation. Unten wird mittlerweile schon gespielt. Aber hier Bluxe gegen Silence durchgesetzt. Hat er nicht kommen sehen. Und holt hier den Double Flag gegen Banane. Master Ramos jetzt hier alleine. Holt Bluxe. Hinter ihm muss er natürlich aufpassen. Und holt hier den Double Flag. Werden wir es noch sehen? Hinter ihm. Oh nein! Die falsche Corner erwischt. Der hat in die falsche Corner geguckt. Leider nicht gesehen. Und somit mit dem Rücken voran in die Richtung gelaufen. Schade. Also, offiziell steht jetzt fest, das Comeback hier von Merciless Gaming geglückt gegen Ruffian 2. Und damit steht es fest, Merciless Gaming ist Dritter hier im Turnier. Ruffian macht den 4. Platz im Infinity Cup. Und was ein Match. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es da nochmal so stark zur Sache geht, dass das Comeback jetzt nochmal so runterkommt. Heilige Mutter Gottes. Also, das war jetzt natürlich echt ein schönes Match. Und jetzt müssen wir natürlich Gas geben, wie das Ganze jetzt losgeht. Weil das Finale jetzt auch gleich direkt ansteht. Ich mache jetzt derweil erstmal nochmal einen kurzen Break. Wir sehen uns gleich im Finale wieder. Ja, ich hoffe, es fängt wirklich um 20.30 Uhr an. Ich kann nichts versprechen. Aber wir müssen natürlich jetzt erstmal warten. In diesem Sinne erstmal bis gleich. Reingehauen.